Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ich habe mir die Texture Packs jetzt umgetauscht, einfach mal so aus Fun, Langeweile und so viel Zeug. Kurze Orientierung für mich. Ach, wir waren noch gar nicht fertig hier hinten. Ah, wir wollten ja noch anpflanzen, alles klar. Und Gravel braucht man noch. Für mich ist es mittlerweile über 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe ja alles im Voraus aufgenommen, liebe Freunde. Und ja, da dann der Wolf und ich das Missverständnis hatten, dass er dann die Folgen nicht hochgeladen hat, ist es jetzt so, dass ich jetzt noch 1 Woche über hatte und auch diese ganze Woche nicht aufnehmen musste. Und somit bin ich jetzt 2 Wochen raus aus dem Aufnehmen. Hier habe ich Samen. Hier war doch auch noch eine Kiste. Mit Samen. Okay. Und sonst nicht. Haben wir mal Section Pack gewechselt. Warum denn nicht? Mal was anderes ausprobieren wieder. Und so geht es jetzt hier lang. So. Wollte gerade sagen, das ist aber keine Erde. Ist es auch nicht. Diese Samen werden allerdings unmöglich reichen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo viele Samen hatte. Hatte ich viele Samen irgendwo? Ich meine, interessante Frage. Auf meinen anderen Welten habe ich immer 1000 Samen gehabt, aber hier hatte ich hier viele Samen. Ein Schaf. Warum denn auch nicht? Ein Schaf auf einem Baum. Wer kennt es nicht? Schauen wir mal zu unserem Golem rein, in unsere dunkle Lustgrotte hier. Na du. Huh. Lol, okay. Schokoweizensamen. Oh ja, das, also ich finde, wir haben ganz schön wenig Samen, meine Freunde. Was ist Samen los? Dahin los, was? Aber wegen der Fackel, ja klar. Ich wollte gerade überlegen, hä, wieso leuchtet die Kiste? Wow, die Sonne blendet mich. Und ich komme gar nicht raus, Günther. So, bin ich draußen. Hier kann man mittlerweile hochgehen. Hier ist ja alles weg. Oh, sieht so geil aus. Guck mal, wie man hier entgegenläuft. So. In das Licht. Lauf nicht in das Licht. Nein, du es nicht. kurze Ankündigung jetzt. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt aufnimmt. Also ganz ehrlich, ich habe momentan so ein paar Probleme mit meinem Mikro. Das springt ab und zu jetzt immer aus. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht kaputt. Das wäre richtig assi. Das hat 100 Euro gekostet. Und ist gerade mal 1 Jahr alt. Das fände ich nicht cool. Ich habe zwar noch Garantie drauf, aber es ist wegen der Aufnahme natürlich doof. Wenn das kaputt wäre, dann hätte ich erstmal ein paar Tage kein Mikro mehr. Und nach dem Fail mit den... ich habe gar nichts gesehen. Nach dem Fail mit der 1 Woche jetzt nicht rausbringen, wäre das doch ziemlich kacke. Jetzt einfach mal nochmal 1 Woche nichts rauszubringen. Ach ja, stimmt, Hühner mögen ja Schwerter, habe ich gehört. Ganz ruhig, Günther. Ich werde nur langsam nach Hause gehen. Rettet mich! Ein Creeper hier, ne? Nicht hier durch. Okay. Super. Gute Nacht. So. Frühmorgendliche Gymnastikübungen. So. Oh, chill mal bitte. Keine Ahnung, was herkam, aber es verfolgt mich eh nicht. Na gut, dann geht's jetzt weiter hier. Dieser Spaß wird uns jetzt eine ganze Weile begleiten. Ich kann ja Zäune mitgenommen haben, beim letzten Mal schon. Warte, nein.
Wie sollte ich auch in meiner überaus durchschnittlich hohen Vorbereitungsrate, die ich ja jedes Mal aufweise, war es natürlich klar, dass ich alle Zäune mitgenommen habe. Was auch sonst. Wer die Ironie darin jetzt nicht verstanden hat, der kennt mich sehr schlecht. So. Ja. Ansonsten, was sonst noch zu Let's Plays, also wie gesagt, auch hier nochmal Entschuldigung dafür, dass die Vorwoche keine Let's Plays rauskam. Dragon's Prophet kam gestern, also heute, in dem ich, ist der Dienstag. Dragon's Prophet kam gestern ja raus. Für vorgestern, weil ich das da nicht mehr geschafft habe. Und ja, ansonsten sollte es eigentlich weitergehen. Dragon's Prophet ist aufgenommen für die nächsten Wochen. Und für Watch Dogs ist dann jetzt Civilization 5 an der Reihe. Ich wollte eigentlich erst ein, das kann ich ja einmal mal sagen, eigentlich war geplant für euch State of Decay. Problem bei State of Decay, ich würde es auch Let's Playen, aber dann möchte ich wirklich, dass ihr das wollt, aus dem einfachen Grunde, dass ich State of Decay nicht storymäßig gut finde. Ich hab's nochmal angespielt, so die erste Viertelstunde oder so. Ich glaube, da kann man sich keinen guten Bezug zur Story aufbauen in diesem Spiel. Darum habe ich State of Decay erst einmal ausgelassen. Sollte es Wünsche geben, dass es unbedingt Let's Play wird, dann habe ich damit kein Problem. Dann schmeiße ich den Rechner an, Let's Play es. Ansonsten, ja, müssen wir mal schauen, ne, wie das so läuft. Oh. Ich wusste, dass wir das haben auch bisschen. Ich wusste es einfach. So. Alles versorgt, super. Jetzt bräuchte ich theoretisch eigentlich nur... Machen wir einfach mal hier so, wie viel sind das? Das sind 5. Dann machen wir 3. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch Krabbel, aber Krabbel habe ich gerade gar nicht. 3. Egal, ich muss eher das machen. Und 3. Und 3. Super. Und hier logischerweise dann... alles bis zum Gravel weg. Auch hier hinten wird weitergeführt und zwar einmal um den Baum herum. So. Puh, mit der Feder ausschmücken kann man zwar einige Dinge, aber nicht das. Und dann gehen wir mal... Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das jetzt wirklich aufnimmt. Ich habe da echt Schiss, dass ich nachher alles nachquatschen muss. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Es funktioniert. Super, das gefällt mir. Haben wir gemacht. Wir brauchen Kies. Wo bekomme ich viel Kies her? Lass einfach mal in die Richtung laufen, komm, go. Ich brauch Kies, bitte gib mir doch viel Kies, da. Weil irgendwo muss ja Kies kommen, ne? Das war der größte Fail, den ich mir jetzt erlauben können, aber... Na gut, warum auch nicht, ne? So. Einmal unter der bedrohlich wirkenden Schlucht hindurch. Wow, das ist eine Spinne. Ist es ein Pferd? Das ist nicht nur irgendein Pferd, das ist eins meiner Pferde. Lol.
Günther, wie bist du hier hochgekommen? Bessere Frage, wie kommen wir wieder runter? Lass uns Kies sammeln, Günther! Günther, Günther sammelt Kies, Günther, Günther sammelt Kies, Günther, Günther sammelt Kies, da, 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 ah, da, 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 da. Wald, 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 es macht sich jetzt nicht so gut zum Kies sammeln, habe ich gehört. Jetzt wäre einer dieser neuen Kiesstrände natürlich genial. Perfekt und so, ne? Lalalala. Das war so klar. Das war einfach so klar. Okay. Durch Wald reiten mit einem Pferd ist immer sehr dämlich. Ah, das funktioniert schon irgendwie. Super, okay. Leute, ist das ein Dschungel? Das ist ein Dschungel! Ja, look at this! Look at this, das ist ein Dschungel! Ja, what the fuck? Und lauter solche Aussprüche, die keiner ernst nehmen kann. Ich bin in der echten Dschungel gelandet. Das ist ja toll. Günther. Ich wäre sogar, richtig beeindruckt, wenn ich jetzt eine richtige Dschungelpyramide finden würde. Aber dem sieht er nicht so aus. Ich glaube, es mangelt diesen Dschungel stark an Kultur. Oh, Katzis! Ich will gerade aber nicht holen können. Dann halt nicht. Ja. Hier kommen wir jetzt schon in... unbewaldetere Regionen. Oh, mein Deutsch, ne? Und da hinten kommen schon neue Regionen. Ah, man sieht es hier. Hier ist der Querschnitt zur neuen Region. Oh, lala. Aber hier ist ein echter Querschnitt, Alter. Was geht ab und so? Und hier sind wir jetzt in der neuen Region. Gleich mit den neuen Setzlingen. Oh. Ich lasse das Pferd jetzt einfach mal hier. Stopp, Moment. Den nehme ich mit. So. Das Pferd haben wir somit freigelassen. Das werde ich eh nicht wiederfinden. Deswegen mache ich mir gar nicht erst die Mühe, dieses Pferd irgendwie mitzuschleppen. Ich bin vollkommen vorbereitet hier reingerannt, merke ich gerade. Nicht. So. Oh. Da ist eine schöne Gegend. Und da hinten sehe ich genau das, was ich will. Und zwar aus irgendeiner sinnlosen Art und Weise Kies an der Oberfläche. Genau, danach habe ich gesucht. Keine Ahnung warum, aber er ist hier.
Und das gefällt mir doch sehr gut.